So, schaut mal, ich bin gerade auf dem Weg von der Arbeit heim und was mir aufgefallen ist, weil ich heute in der Früh in die Arbeit gegangen bin und da ist halt so ein Siedlungsgebiet, die Forsythie, da gehen wir jetzt runter, fängt zum Blühen an. Und ich habe euch ja vor kurzem, da verlinke ich da oben, wo ist der Finger, da oben das Video, über den phänologischen Kalender berichtet. Also da wird das Jahr nicht in 4 Jahreszeiten, sondern in 10 Jahreszeiten eingeteilt. Und da geht es dann praktisch nicht um Kalendertag oder ums Datum, sondern da gibt es Zeigerpflanzen. Und der Frühling ist in 3 Frühlinge eingeteilt, nämlich der Vorfrühling, der Erstfrühling und der Vollfrühling. Und der Vorfrühling sind Zeigerpflanzen zum Beispiel, wenn die Hasel zum Blühen anfängt. Und der Erstfrühling, der was jetzt eingeläutet wird, ist die Forsythie an Zeigerpflanzen. Das ist jene hier. Aber auch der Schlehdorn zum Beispiel gehört dazu. Und die Forsythie, die wird bei uns ja ganz oft angepflanzt. Ich kenne es auch aus Osterstrauch, weil es ganz oft auch zu Ostern einfach zum Blühen anfängt. Ist gar keine heimische Pflanze, also die gehört da gar nicht her. Und hat eigentlich, sie ist schön, gebe ich zu, aber eigentlich hat sie ein Problem. Sie bietet weder Nektar noch Pollen an. Also für unsere geflügelten Helfer, Schrägstrich Freunde, Schrägstrich Mitlebewesen, ist die völlig ohne Wert, weil sie nichts zum Futtern finden. Ja, wollte ich mal dazu gesagt haben, also ist eine Zeigerpflanze, somit willkommen lieber Erstfrühling. Man kommt nämlich auch, wenn man es denn schon gern gelb bliedert hat, und das haben sie auch da gemacht, man sieht, sie schauen eh ein bisschen, was zu tun ist, die Kornelkirsche ansetzen. Und die Kornelkirsche ist eine heimische Pflanze und bietet auch Nektar an. Manchmal sogar so viel, wenn die Sonne, heute nicht richtig, wenn die Sonne richtig reinscheint, dass man das sogar unten auf dem Diskus, wo das angeboten wird, richtig glänzen sieht. Also wenn man ein Gartenbesitzer ist und man überlegt, was kommt denn anbauen, ist möglicherweise sogar schlau, dass man schaut, welche Gehölzer sind heimisch und haben einen Mehrwert für Bienen und Insekten. Und ja, man kann ja dann zum Beispiel die Kornelkirsche aus Zeigerpflanzen hernehmen, dann man herausfinden will, wann ist es jetzt endlich los, dass der Vorfrühling sie in den Erstfrühling verwandelt. Okay, das ist mir nur gerade aufgefallen und eingefallen, das wollte ich kurz erzählt haben. Ich sage euch viel Spaß im Frühling und ich gehe jetzt mein Bärlauch checken, dass ich nach der Arbeit noch meine Bärlauchnudeln kriege. Pfiat euch!